Letztlich lebt jeder Mensch von der Lichtnahrung, nicht vom Essen leben, sondern mit dem Essen. Das ist sehr gefährlich, da muss man schon genau wissen, was man tut. Kennt ihr den Lichtnahrungsprozess? Der Begriff Lichtnahrung ist in der Rohkostszene, aber auch in der esoterischen bzw. im spirituellen Bereich sehr weit verbreitet. Einige Menschen dieser Szene beachten auch die Lichtnahrung als Zukunftsernährung der Menschen. Aber was ist denn eigentlich die Lichtnahrung? Bei der Lichtnahrung wird komplett auf das Essen und Trinken verzichtet und man versucht dann den Körper zu erhalten durch Energien, Frequenzen. Ich persönlich nenne es ja Trockenfasten bzw. endogene Ernährung und jetzt bei meinem Rohkostreinigungsprozess von seit 6 Jahren habe ich auch schon einige Tage Trockenfasten hinter mir. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich insgesamt 120 Tage mit Säften gefastet. Da war die längste Saftfastenperiode 33 Tage und ich habe 3-mal in dem Jahr mindestens 30 Tage gefastet und der Rest war halt immer so eine Woche, 2 Wochen und dann gab es halt immer wieder Tage, wo ich halt mal trocken gefastet habe, also 24 Stunden lang nichts gegessen und getrunken habe. Ich habe sogar mal 40 Stunden gemacht und halt kommen dann von diesen 120 Tagen waren dann ungefähr 15 bis 20 Tage wirklich trocken fasten. Bei vielen Menschen da draußen wird jetzt wahrscheinlich die Frage aufkommen, wie es denn überhaupt möglich sein kann, dass ich eine gewisse Zeit über weder essen und trinken kann, beziehungsweise auch so lange zu fasten, weil für viele ist ja 30 Tage beziehungsweise einen Monat halt zu fasten eine sehr lange Zeit. Bei vielen kommen dann die Glaubenssätze daher, wo mein Körper überhaupt die Energie bezieht, wie ich dann überhaupt noch leistungsfähig sein kann, habe ich dann nicht die ganze Zeit Hunger oder dass ich zum Beispiel beim Fasten viel zu viel Gewicht verliert bzw. auch Muskelmasse abbaut. Beim Fasten wird man jetzt nicht unbedingt seine Muskeln zuerst abbauen, sondern halt mehr zuerst die ganzen Fettdepots und den ganzen Schleim oder Schlacken, der sich natürlich auch mit in die Muskeln mit reinsetzt. Aber hier auch wieder meine Playlist anschauen zur schleimfreien Heilkost, wo ich halt näher drauf eingehe, auch mein eine Vorgeschichte zu 6 Jahren Rohkost. Essen kann viele verschiedene Aufgaben übernehmen, zum Beispiel eine pflanzliche Rohkost, wie ich das praktiziere. Da kann man es halt so sehen, dass halt gewisse Lebensmittel einen Reinigungswert haben, die halt dann den Körper von Schlacken, Schleim und sonstiger Ablagerungen entfernen. Sie können also auch Kompensations- oder auch Erdungsmittel genutzt werden, wie zum Beispiel Sprossen oder Wildkräuter, damit halt die Entgiftung etwas stärker gebremst wird, weil die Entgiftung ist ja das, was dem Körper die Energie raubt. Wenn jetzt zum Beispiel etwas gegessen wird, dann wird die Entgiftung gebremst. Der Körper muss sich jetzt um andere Sachen kümmern, das heißt hier um die Verdauung und tut da die Energie von der Entgiftung ableiten und auch hier auf das, was frisch reingekommen ist. So kommt dann dieser Glaube zu, sondern das Essen dir Energie geben würde, was ja nicht der Fall ist, wenn du zum Beispiel fastest, woher bekommst du dann die Energie, wenn ja Essen dir Energie geben würde? Good question. Letztlich lebt jeder Mensch von der Lichtnahrung, der eine mehr, der andere weniger. Kommt halt darauf an, wie der Körper beschaffen ist, wie weit er mit der Reinigung ist. Bei dem einen, der muss halt mehr entgiften, hat, dann muss er mehr essen, muss er vielleicht eventuell mehr kompensieren, hat dann deswegen weniger Energie zur Verfügung. Der andere ist halt mit seinem Körper weiter und kann halt auch dementsprechend länger fasten. Also das Lichtnahrungsprozess, also kompletter Verzicht von Essen und Trinken, ist ja nichts anderes als Fasten. Und je reiner der Körper ist, desto länger fasten kannst du auch. Jetzt habe ich hier lange ausgeführt, jetzt habe ich die Grundlagen geschaffen mit den ganzen Definitionen und jetzt kann ich eigentlich euch die Tipps geben, wie ihr jetzt schneller oder länger fasten kann und hier auch in den Trockenfastenprozess oder Lichtnahrungsprozess da langsam reingehen könnt. Punkt Nummer 1. Mit dem Rohkostreinigungsprozess anfangen. Das heißt, hier langsam etablieren, immer mehr Rohkost in seinen Alltag mit zu integrieren. Hier stückweise schauen, dass man am Anfang wirklich sofort das ganze Industriefraß weglassen. Je nachdem, wie du halt damit klarkommst, Milchprodukte weglassen, Getreideprodukte weglassen, Fleisch weglassen, dass du es vielleicht auch stückweise auch machst, damit dein Körper nicht zu schnell in dieser Ungewöhnungsphase Probleme bekommt. Also hier neue Gewohnheiten auch mit etablieren, sehr wichtig. Und hier zum Beispiel anfangen, dass man zuerst mit 30% Rohkostanteil, 50% Rohkostanteil, dann Intervallfasten mit einbaut, auch schon mal anfängt, hier erste Gewohnheiten auch mit dem Fasten mit einzubauen. Also das Ganze drumherum habe ich auch schon genug Videos gemacht. Auf meinem Blog findet ihr auch genug Rezepte für den Umstieg zur veganen Rohkost, werde ich auch unten verlinken. So. Punkt Nummer 2 ist das Fasten, um einfach den Körper auch dran zu gewöhnen, mal auf Essen und Trinken zu verzichten. Haben wir unsere Vorfahren ja auch gemacht. Intervallfasten ist ein guter Einstieg bzw. auch Beginn. Hab dazu auch sehr viele Videos auch gemacht, werde ich auch unten verlinken. Habe auch ein Interview mit dem Daniel von den Waldgeistern geführt zum Thema Fasten. Geht ungefähr 1 Stunde, ist sehr wertvoll. Findet ihr auch sehr viele Grundlage, werde ich auch unten verlinken. Und es geht einfach darum, bei dem Fasten einerseits den Körper halt weiter zu reinigen, um halt hier mehr Wohlbefinden und auch Gesundheit zu bekommen. Und auch diese destruktiven Glaubenssätze und Programme mal loszulassen. Also viele meinen ja, dass man nach 3 Tagen, wenn man nichts trinken würde und nichts essen, dass man da sterben würde.
Oder dass man nach 14 Tagen ohne feste Nahrung irgendwie Probleme bekommt, dass man am Fasten ständig Hunger hat. Dem ist nicht so. Man muss halt auch hier dementsprechend die Erfahrung haben. In der Regel hat man die ersten 3 Tage hat man Hunger. Da ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt und ab dem 4. Tag bei den meisten ist es dann überhaupt gar kein Problem. Da muss man auch hier schauen beim Fasten mit den entsprechenden Vorbereitungszeit, mit der Entlastungsphase und dann auch wieder mit der Aufbauphase. Also was tue ich erst zum Beispiel beim Fastenbrechen. So, Punkt Nummer 3 sind die verschiedenen Arten vom Baden. Ganz oben ist das basische Baden, habe da auch so ein Video gemacht, werde ich auch unten verlinken, sehr sehenswert, dass ich halt da erkläre, warum das basische Bad sehr wichtig ist. Da werden über die Haut nochmal zusätzlich hier sehr viele Giftstoffe mit ausgeschieden, die man jetzt vom Sport oder auch von der Ernährung alleine hier nicht ausscheiden kann, beziehungsweise sehr schwer oder auch sehr lange dauert. Und das basische Baden hilft einfach, eine gesunde Gewohnheit mit zu etablieren, wenn die Rohkost etwas einfacher für euch ist. Andere Badevarianten sind zum Beispiel das Luftbaden und auch das Sonnenbaden. Die Haut ist eines der größten Entgiftungsorgane und zum Beispiel bekommt ihr einen Sonnenbrand, weil halt die Haut auch die Sonne aufnimmt. Die Sonnenenergie, da fühlt ihr euch besser und vitaler, wenn auch Hormone mit ausgeschüttet. Aber die Gifte, die dann ausgeschieden werden, weil die Poren sich eröffnen, der Körper noch zusätzliche Energie hat, kommen dann an die Oberfläche. Durch diese Hitze werden aus diesen Giften, die dann rausgekommen sind, bilden sich dann nochmal schädlichere Verbindungen und dann hast du halt diesen Sonnenbrand. Und das Luftbaden aus dem Grund, weil dann die Haut die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen kann und hier dem Körper nochmal zusätzlich mit zur Verfügung stehen und mit hydriert. Und da ist es ratsam, vielleicht Trockenfasten nicht unbedingt in der Wüste zu machen. Punkt Nummer 4, was in unserer Gesellschaft jetzt auch schon wieder Mangelware geworden ist, ist nämlich die ausreichende Bewegung. Also macht Cardio, macht Krafttraining, macht eine Kampfkunst, bewegt euch irgendwie, macht Yoga, Qigong, Tai Chi. Da habt ihr noch diese speziellen Atemübungen, könnt ihr auch hier nochmal die Bauchatmung mit etablieren. Die Bauchatmung deshalb so besonders und wertvoll, weil sie halt für den Körper wesentlich entspannter ist. Ihr versorgt eurem Körper viel mehr mit Sauerstoff und ihr verbraucht nicht so viel Energie und es trägt auch das Ganze, die Atemübungen, die Dehnungen und auch das Ganze, die ganze Bewegung mit den Krafttraining und sowas. Tut euren Blutkreislauf mit anregen, euren Herzmuskel verbessern, den kompletten Körper mit Sauerstoff versorgen und auch die Lymphe mit anregen. Und die Lymphe ist auch eines der wichtigsten Entgiftungsorgane. Letzter Punkt ist eure eigene Psyche. Das heißt, hier möchte ich Schattenarbeit ansprechen. Bewältigt eure eigenen Konflikte, eure eigenen Traumata und eure eigene Programmierung und Glaubenssätze, die euch von etwas hindern, beziehungsweise die destruktiv sind und euch einfach nur irgendwie schlechte Gedanken bringen, euch im Leben nicht voranbringen, dass ihr daran arbeitet, die aus eurem Leben mit rauswirft, weil wenn ihr zu viel Stress habt, wenn ihr euch immer negativen Sachen euch einredet, euch schlecht redet, dann erzeugt ihr auch eine Übersäuerung im Körper und ihr kommt auch nicht in eure Balance. Von daher würde ich einfach schauen, arbeitet an euch selbst, arbeitet an eurem Mindset, an euren Glaubenssätzen, arbeitet auch an den zwischenmenschlichen Sachen, also an eurem sozialen Umfeld, schaut, wie ihr mit den Menschen auch umgehen könnt, damit ihr hier nicht jetzt irgendwelche Triggerpunkte im Außen bei anderen Menschen drückt. Darauf achten, dass ihr bei euch in der Mitte bleibt, dass ihr euch nicht aufregt, wenn ihr irgendwas von anderen Menschen hört, die ihr jetzt nicht unbedingt hören möchtet. Wenn ihr euch für diesen Rohkostreinigungsprozess entscheidet, der letztlich zur Lichtnahrung endet, dann tut auch die folgenden Programme löschen, wie zum Beispiel die Eiweißtheorie, Kalorientheorie, die Nährstofftheorie. Ich bin jetzt hier auch ein wunderbares Beispiel, was auch das Gegenteil beweist, aber ich bin hier kein Arzt, ich gebe hier auch keine Empfehlungen, das sind nur meine Tipps und meine Erfahrungen, die ich weitergeben möchte. Hier, wenn ihr solche Sachen macht, dann schaut doch bitte selbst, wie ihr da zurechtkommt, informiert euch auch umfassend mit der ganzen Rohkostliteratur. Die Dateien habe ich zum Beispiel in meiner Telegram-Arbeitsgruppe. Kontaktiert auch euren Arzt des Vertrauens, sprecht es auch mit dem ab. Wichtig bei den ganzen Sachen ist, lasst euch Zeit. Das ist ein Lebensprozess. Das kann 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre lang dauern, bis ihr an diesen Punkt kommt. Macht das nicht so naiv wie die meisten, dass sie von heute auf morgen gleich mit dem Trockenfasten beginnen. Der Körper dann wirklich sehr viele Gifte und Altlast mit rauswirft. Nicht gewöhnt ist, nur noch im Stress ist und dann ihr einer von wenigen, dann seid ihr dann deswegen irgendwie sterben. Muss nicht unbedingt sein, dass es nur pure Naivität und das zeigt mir auch wieder, dass die Leute da keine Ahnung von diesem Rohkostreinigungsprozess haben und auch nicht die Geduld und die Disziplin mitbringen. In diesem Sinne sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn dir das Video einen Mehrwert gegeben hat und dir die Tipps weiterhelfen, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, gerne auch das Video weiter verbreiten und teilen. Vor allem an die Leute bitte teilen, die halt mit der Rohkost neu anfangen, hier ein bisschen naiv sind, das auf die leichte Schulter nehmen und dann auch schon überstürzt zum Beispiel mit dem Trockenfasten anfangen kann. Wie gesagt, das ist sehr gefährlich, da muss man schon genau wissen, was man tut und auch ein gutes Körpergefühl auch haben. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Episode, im nächsten Video zum Thema Permakultur, sein eigenes Obst und Gemüse anbauen oder auch zur Gesundheit, steinfreien Heilkost und Rohkost. Ich freue mich darauf und wir sehen uns. Ciao!